glaube, wir haben es wieder getan. Großes Auto, großer Anhänger. Wir sind auf dem Weg, ein neues Auto abzuholen. Wir haben ganz viele Projekte, ich weiß, aber ich erkläre gleich, was wir damit vorhaben und warum das unbedingt jetzt gleich sein muss. Wir sind jetzt gerade irgendwo kurz vor München. Der Wagen steht bei München. Wir sind schon seit knapp 2 Stunden unterwegs. Wenn wir da sind, zeigen wir euch die Karre und dann erzähle ich euch, was es damit auf sich hat. Heute gibt es ein kleines Special. Autokauf, die 100. Let's go. Kids in, stehen dir gut zu Gesicht. Kids in, wunderschön, doch sie täuschen mich nicht. Kids in, sind gesellig, doch so, was ein herrlicher Tag. Wir haben uns das geilste Wetter ausgesucht, um den neuen Wagen abzuholen. Das ist echt immer wieder ein Erlebnis, mit diesem Hänger zu fahren. Der ist wirklich enorm groß. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich habe mega Bock. Es wird spannend und wir fahren jetzt weiter. Wir haben es eilig. Deswegen geht's jetzt ab nach München. Kommst du mal? Unterwegs. Wir haben noch 31 Minuten, sagt mein Navi gerade. Insgesamt 4 Stunden waren wir jetzt unterwegs. Aber es wird sich lohnen, hoffentlich. Ich habe den Wagen mal wieder blind gekauft, wie so oft. Es ist Käfer Nummer 3. Ich erkläre euch gleich, was es damit auf sich hat. Nicht ausflippen, wir machen hier keine 5 Projekte gleichzeitig, aber dieser Käfer wird uns nach dem Audi enorm weiterhelfen. Ich denke, beim Aufladen werden wir nicht viel filmen, weil es wird gleich dunkel. Ich muss das jetzt schnell machen. Aber ja, wir sind auf dem Weg, einen Käfer kaufen. Immer wieder ein geiles Gefühl, auch wenn es mal wieder eine riesen Baustelle ist. Aber ihr werdet es gleich sehen. Wir fahren jetzt weiter und laden den erstmal auf. 2000 Jahre später. So. Leute, sagt Hallo zu unserem neuen Käfer. Ich habe hier kurz an der Raststätte angehalten, wo wir ein bisschen Licht haben. Wir sind gerade auf dem Heimweg. Ihr fragt euch bestimmt, Marvin, what the fuck? Warum hast du hier nochmal genauso einen Käfer stehen, wie du eigentlich in deiner Tiefgarage schon stehen hast? Das erkläre ich euch in aller Ruhe, wenn wir angekommen sind, das Ding abgeladen ist und bei mir in der Halle steht. Hier ist mein erster Blick. Käfer Nummer 3 aufgeladen und bereit für die Heimreise. 3 Stunden, dann haben wir es geschafft. Dann sehen wir uns wieder. Let's go. Wir sind hier. Adrenalin, Adrenalin. Wir sind gut angekommen. Käfer ist in der LB-Garage daheim jetzt. Wir müssen ihn noch abladen. Es ist ungefähr 10:30. Damit wir Platz haben, muss dieses schöne Gefährt hier raus. Dieser wunderschöne E30, der jetzt endlich wieder läuft. Das heißt, wir haben einen Platz hier für den neuen Käfer. Der will aber nicht allzu lange hier stehen. Warum, erkläre ich euch dann. Jetzt müssen wir erstmal den BMW raus, den Käfer rein. Und morgen geht's weiter. Aber wir haben noch ein bisschen was zu tun bis dahin. Also halten wir uns ran. Wir haben es geschafft, der ist abgeladen. Das war spannend. Jetzt schieben wir den ein bisschen weg. BMW raus, BMW auf den Hänger, Käfer rein. Okay, Planänderung, Leute. Dieser Hänger ist nicht sehr freundlich, was tiefe Autos angeht, mussten wir merken. Trotz unseren ganzen Brettern haben wir es nicht geschafft, über diese Schwelle drüber zu kommen. Das heißt, der BMW bleibt eine Nacht nochmal hier. Jetzt müssen wir ein bisschen Tetris spielen, das heißt, Käfer und BMW müssen jetzt hier rein. Let's go. Warte, ich helfe dir. So kurz bin ich davor, auszurasten. So kurz. Es ist eng und es passt. Perfekt. Alles drin. BMW, Käfer, Audi, Käfer, Polo. Super. Ist keine Dauerlösung, aber für heute Nacht muss es reichen. Jetzt machen wir das Tor zu, bringen den Hänger noch weg, Auto zurück und dann ins Bett. Und morgen quatschen wir mal über das kleine Ding da hinten und fahren den BMW in sein Winterlager endlich. Bis morgen.
Jo, bevor es mit dem Video weitergeht, wollt ihr euch noch kurz was zeigen. Wir haben die letzten Wochen ein bisschen rumprobiert mit Designs und Logos und das ist dabei rausgekommen, unser neuer offizieller Schriftzug von LB Garage. Ihr wisst ja, der alte Schriftzug ist jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen und ich wollte mal ein bisschen was Neues probieren. Und das ist rausgekommen, wie gesagt. LB Garage, neuer Merch. Ich habe heute das erste T-Shirt bekommen, schon angezogen, um es euch zu zeigen. Natürlich gibt es nicht nur T-Shirts, es gibt wieder Pullis, Zipper, Frauenshirts, Frauenzipper, Tanktops, alles was ihr wollt. Natürlich auch in jeder Farbe, also nicht nur in schwarz. Alten Merch gibt es nach wie vor, wie gehabt. Würde mich mega freuen, wenn der eine oder andere sich was holt. Schickt mir Fotos, wenn ihr was habt. Ich sehe immer mega gern Bilder, wenn ihr Merch von mir anhabt. Freut mich immer enorm. Das ist alles irgendwie bezahlbar gehalten. Wir wollen hier nicht reich werden. Aber jeder Euro, der hängen bleibt, geht direkt in die Autoprojekte. Also unterstützt ihr uns und die Projekte enorm damit. Also schaut vorbei. Ich will euch gar nicht lange aufhalten. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum neuen Tag. Es ist Sonntag und wir zerlegen heute den Käfer. Doch davor zeige ich, was alles noch dabei war und erzähle euch natürlich, was der Plan mit diesem Auto ist. Da der Käfer, gehen wir nachher drauf ein. Jetzt zeige ich erstmal die ganzen Teile. Also dabei war der Typ hier, der saß da drin, den hat er mir mitgegeben. Scheiße, habe ich nicht gewusst, stand im Vertrag, habe ich nicht gelesen. Eine Innenausstattung war dabei, zwei Sitze, wie ist es, bequem. Sehr bequem. Siehst du? Und die sind eigentlich echt noch gut, haben keine Beschädigungen, also super. Rückbank haben wir auch dabei. Wo liegt die denn? Da. Achso. Ach so, ich sag nichts, gell? Rückbank haben wir auch dabei, auch in Kunstleder schwarz. Kotflügel, Hauben, Türen sind dran. Stoßstangen, eigentlich ist alles soweit dabei, er ist halt zerlegt, wie der andere, den ich in der Schweiz gekauft habe. Ich habe es gerade erwähnt, der andere, den ich in der Schweiz gekauft habe, ebenfalls ein 1968er Käfer, genau wie dieser hier. Ein 1968er, Januar das erste Mal angemeldet und jetzt muss ich kurz dazu sagen, das ist kein Projekt. Der Käfer wurde gekauft, um meinem anderen Käfer, den ich in der Schweiz gekauft habe, habt ihr vielleicht das Video gesehen, ich schneide mal ein paar Bilder rein, eine reine Rohkarosse und eine Bodenkuppe, alles andere fehlt. Und da ich nicht alles einzeln kaufen wollte, habe ich den hier gefunden, super spontan. Ich habe eigentlich nach einer Innenausstattung für den 68er gesucht, habe dann den ganzen 68er hier auf eBay Kleinanzeigen gefunden, inklusive Innenausstattung, für einen super guten Deal und habe gedacht, scheiß drauf, kaufen wir den, zerlegen schnell, nehmen alles raus, was wir brauchen und der Rest graf wieder weg, damit hier der Platz erhalten bleibt. Das heißt, wir müssen jetzt innerhalb von einem Tag alles rausnehmen, was wir brauchen. Nächste Woche geht diese Karosse an den Kerl da drüben. Er hat schon seinen Daumen drauf gesetzt. Ich kann damit nichts anfangen, er hat Spaß damit, also schenke ich ihm die Karosse. Ich brauche nur die Kleinteile inklusive Bodengruppe, denn die Bodengruppe von meinem Schweizer 68er ist leider nicht in so einem guten Zustand wie das Häuschen. Das heißt, der Plan ist, diese Bodengruppe, die bereits restauriert wurde anscheinend, wir machen uns heute ein Bild davon, zu nehmen und mein gutes Häuschen vom 68er aus der Schweiz draufzusetzen. Das heißt, aus zwei Käfern bauen wir ein. Wir haben neue Schwerlastregale hier hinten extra gekauft dafür, denn Ordnung ist das halbe Leben und damit die Sachen nicht rumliegen, bis wir den Käfer anfangen, habe ich hier neue Regale mit Kisten. Das heißt, wir werden alles schön sortiert hier einräumen. Dann, wenn der Tag kommt und wir den 68er Käfer anfangen, haben wir alles parat. Ich habe ihn im Dunkeln abgeholt. Ich habe noch gar nicht genau geguckt, wie jetzt eigentlich der Zustand wirklich ist. Motor und Getriebe ist auch noch drin. Das heißt, wir haben Ersatz. Sehr geil. Alles Weitere sehen wir beim Zerlegen. Vielleicht finden wir noch ein paar Überraschungen. Ihr seid dabei. Los geht's. Erzähl mal, wie fängt man an, wenn man einen Käfer komplett zerlegt? Was machst du jetzt? Du machst die Lenksäule raus, Lenkgetriebe abbauen. Die Lenksäule rausziehen können, die Karosserie anlupfen können. Also Karosserie runter als erstes? Ja, ist ja nichts drinnen mehr. Ja. Karosserie technisch alles weg. Kann es sein, dass du einfach erstmal deine Karosserie safen willst, bevor wir irgendwas anderes machen? Ja, kommt ich gehe dann so einfach vor. Gleich. Mir kommt es echt so vor, als ob du hier ein bisschen eigenwillig handelst gerade. Die ist schon abgehängt. Ah. Nee, dann müssen wir jetzt nur noch den Splint hier lösen von dem Dämpfer und dem da. Und dann kann man die Lenksäule rausziehen? Und dann kann man hinten rausziehen, weil das ist ja noch ein Stück. Okay, und wie heben wir die Karosse an? Zu zweit. Echt? Ja, wenn man keine Hebebühne. Mit der geilen Hebel von Arezzo, Mann, Alter! Und danach, wenn die Bodengruppe separat ist, Motor und so, oder? Dann Motor, Achsen, Getriebe raus. Okay, dann fangen wir mal an. Yeah.
Also, wir haben von innen alles soweit draußen. Innen drin ist er leer. So leer, wie es halt ging. Auch die Armaturen haben wir komplett zerlegt, damit wir die ganzen Kabel rauskriegen. Denn ich habe ebenfalls keinen Kabelbaum in meinem jetzigen 68er. Da können wir den wahrscheinlich verwenden, zumindest mal als Grundlage. Überarbeitet muss er eh werden. Häuschen sitzt jetzt nur noch drauf, wie man merkt. Wir fahren jetzt die Bühne ein bisschen hoch, gehen mit den Armen an die Kanten vom Häuschen und heben es dann an. Dann haben wir den Boden separat, stellen das Häuschen hinter und dann können wir den Boden hochnehmen und an dem Boden arbeiten. Das heißt, Achse rausnehmen, Motor rausnehmen, Getriebe rausnehmen, den ganzen Spaß. Also jetzt muss erstmal Häuschen runter und dann geht's weiter. Mega spannend, haben wir nie gemacht. Voll geil. Die Scheidung findet jetzt statt. Keine Hochzeit. Keine Hochzeit, heute wird geschieden. Aber wir sind so Herzensbrecher. Ja. Wir haben es geschafft. Das Häuschen ist ohne Probleme von der Bodenkoppe runtergegangen. Sieht nicht so gut aus, aber auch nicht so schlecht. Minimale Rostspuren findet man hier und da mal ein bisschen. Ja, das ist NOS-Tuning, rar selten. Definitiv. Damit darf Marvin sich dann irgendwann rumschlagen. Was für mich wichtig ist, ist das hier und das ist die Bodenkoppe. Auf den ersten Blick schon sehr, sehr gut. Auch was den Rahmen angeht vorne. Wir schieben jetzt erstmal den Boden raus, dass wir Platz haben. Dann müssen wir dieses ganze Häuschen hier zu zweit darüber tragen, dass wir Platz auf der Bühne haben, um die Bodenkuppe hochzunehmen. Und dann können wir uns die mal auf der Bühne anschauen. Mega geil. Ja gut, weiter geht's. Jetzt fangen wir an, die Bodenplatte zu zerlegen. Es geht mit einfachen Sachen los, wie Räder runter. Dann gehen wir an den Motor, Getriebe, versuchen vielleicht noch die Achse rauszubauen. Mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. Es ist jetzt 7 ungefähr. Wir haben noch ein paar Stunden. Sonntagabend, sehr geil. Heute ging schon einiges, ich bin mega motiviert. Fangen wir an. Cinematic Musik, go! Wir sind fertig für heute. Wir haben alles geschafft, was wir schaffen wollten. Enorm geil, das ging mega gut voran. Böse Zungen behaupten, es lag nur daran, weil Marvin mal wieder da war. Muss öfters mal kommen. Da geht was.
Beim Käfer ist er dabei, Audi hat er keinen Bock anscheinend. Ne, es liegt daran, er hat selber viele Projekte und deswegen, ja. Heute war er am Start, super geil und es hat sich gelohnt, wie man sieht. Die Bodenplatte ist komplett zerlegt. Der erste Eindruck hat sich bestätigt. Sie ist in einem sehr guten Zustand, was mich natürlich sehr freut. Denn das ist der Hauptgrund, warum ich den ganzen Wagen gekauft habe. Ich hatte davor erwähnt, die Bodengruppe von meinem 68er Käfer, den ich in der Schweiz gekauft habe, ist nicht annähernd so gut wie das Häuschen. Das heißt, jetzt habe ich eine gute Bodengruppe und kann das gute Häuschen von der Schweiz hier draufsetzen und habe quasi aus zwei Käfern einen gemacht. Jetzt, die kommt erstmal weg, weil wir müssen das Audi-Projekt davor beenden. Aber es war einfach ein guter Deal und deswegen habe ich den jetzt mitgenommen. Die Innenausstattung ist oben. Die ganzen Kleinteile sind in den Schwerlastregalen jetzt verstaut, alles schön sortiert. Im Laufe der Woche werden wir Abschied nehmen von der Karosserie. Die wird zu Marvin in die Halle kommen. Der nächste Schritt wäre jetzt hier, dass wir die auf jeden Fall mal sandstrahlen müssen, um zu gucken, wie es unter dem ganzen Unterbodenschutz aussieht. Aber das machen wir dann, wenn wir den Käfer anfangen aufzubauen. Fürs Erste war es das jetzt mit 68er Käfern. Wir verstauen jetzt alles und widmen uns in Zukunft wieder dem Audi, denn der muss jetzt fertig werden. Ich habe jetzt enorm Bock bekommen und das ist eine geile Substanz. Das motiviert mich, so eine Basis zu haben. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Geil, dass ihr dabei wart und bis bald. Nur nicht, dass man den Tisch sieht. Alles gut. Das ist dein Assi-Ikea-Tisch, der ist doch super. Tut mir leid. Ich hab nämlich genau den gleichen. Ja, wenn ich schon nicht lache. Das Design von der B-Garage, das ist unser neuer Offi. Die ganze Bild gerannt. lbgarage.com gibt es schöne große Katzen. So. Hamas, bist du fertig? Danke. Dankeschön. Also. Geht's in? Stehen dir gut zu Gesicht? Geht's in? Wunderschön, doch sie täuschen mich nicht. Geht's in? Sind gesellig, doch